Es sei m eine reelle Zahl und f von x gleich x² minus 5 mal x plus m. Frage: Welcher Wert von x, verschieden von 2020, erfüllt die Gleichheit f von x gleich f von 2020? Berechnen wir zuerst f von 2020. Das ist natürlich 2020 im Quadrat minus 5 mal 2020 plus m. Also so. In dieser Differenz können wir 2020 ausklammern und zwischen Klammern bleibt noch die Zahl 2015. So deutet das auf b hin, denn da erscheint die Zahl minus 2015. Also rechnen wir f von minus 2015 so, das macht minus 2015 im Quadrat minus 5 mal minus 2015 plus m, also so. Und in dieser Summe können wir 2015 ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch 2015 plus 5 und das macht 2020. Und somit sehen wir, dass f von minus 2015, das heißt diese Summe, genau dasselbe ist wie f von 2020, das heißt diese Summe. Das ist genau dieselbe Summe. Also ist Antwort B die richtige. Wir werden die nächste Frage der Mathematik-Olympiade im nächsten Tutorial beantworten.